das Besondere ist das familiäre Umfeld. Wenn man sagt, hier, ich habe ein Problem, dann steht nicht nur einer, dann stehen direkt zwei, drei Leute beim. Klar, ich helfe dir, gar kein Problem. Die Lehrer sind auch besser im Beibringen. Und man merkt immer wieder diesen Leitfaden von Raiffeisen, diese einer für alle, alle für einen. Also unsere Schülergenossenschaft wurde im Januar gegründet. Anfangs wollten wir einen Kiosk haben, einen eigenen, aber da die Räumlichkeiten in der Schule dies noch nicht zuließen, haben wir einen Automaten aufgestellt. Weil wir halt den anderen Schülern was Gutes tun möchten, damit, wenn jemand sein Pausenbrot vergessen hat, sich da was holen könnte. Das hier ist unser interdisziplinäres Lernatelier. Da haben wir ganz viele Fächer zusammen. Man ist nicht immer so auf ein Thema fokussiert und muss sich dann immer mit einer Aufgabe zu einem Thema beschäftigen. Wir sollen uns auch eigene Ziele setzen und es soll auch schulen, dass wir zusammenarbeiten. Das ist, finde ich, ein großer Vorteil am Lernatelier. Ja, unsere routinemäßigen Schulversammlungen laufen so ab, dass wir uns alle im Forum treffen. Dann werden Neuigkeiten generell von der Schule vorgestellt. Wir haben vorhin das Projekt vorgestellt, Big Apple Day. Da sammeln wir halt die Äpfel von der Obstwiese und die pressen wir dann zusammen zu einem Apfelsaft. Und dieser Apfelsaft, den verkaufen wir dann und das Geld, was wir haben, das spenden wir dann nach Tansania und bauen dann da einen großen Klassenraum. Und danach am Ende ist es dann so, dass die Lobrunde beginnt. Die ist bei allen sehr beliebt. Ich stehe hier im Namen der 9B und ich möchte gerne die Frau Jockwig nominieren, weil sie ab der ersten Stunde, ab ihrem ersten Tag hier bei uns einfach super mit uns Englisch gemacht hat und weil es echt riesig Spaß mit ihr macht. Es gibt halt Dinge, die können Lehrer einfach nicht in Form von Noten würdigen. Dinge, die vielleicht sozial sehr gut sind, die aber einfach nichts mit schulischen Leistungen zu tun haben. Man achtet dann auch mehr darauf, dass man vielleicht öfters etwas Wohltätiges tut für die Gemeinschaft. Also hier halten wir alle zusammen. Wir sind eine Schule, wir sind eine Gruppe.